Herzlich willkommen in der Brigittenau, ein Bezirk, wo zahlreiche Traditionsunternehmen angesiedelt sind, aber auch ein Bezirk, wo innovative Startups ihren Platz gefunden haben. Ein Bezirk, wo aktuell große Infrastrukturmaßnahmen gesetzt werden, Stichwort Nordwestbahnhof. Aber auch ein Bezirk, wo es einst interessante Einkaufsstraßen gab oder gibt, zum Beispiel die Klosterneuburger Straße, die Gegend rund um den Hannovermarkt oder die Jägerstraße. Oder die Gegend rund um den Alleinigplatz. Oder, so wie hier, die Wallensteinstraße. In den Medien wird leider Gottes der Abgesang auf die Wallensteinstraße gefeiert. Es heißt, zu viele Leerstände, zu wenig interessanter Unternehmermix. Wir stellen uns die Frage, ist es wirklich so? Deswegen werden wir heute mit einigen Unternehmern reden. Wir werden mit Traditionsbetrieben, die bereits seit vielen Jahrzehnten da sind, reden. Wir werden aber auch mit Betrieben reden, die erst seit kurzer Zeit da sind. Ja, die Zuckertante ist ja sozusagen der Inbegriff des Traditionsunternehmens. Nächstes Jahr feiern Sie 100-jähriges Jubiläum. Sie selber leiten die Geschicke seit knapp 30 Jahren im Betrieb. Wie hat sich denn die Klosterneuburger Straße seitdem verändert? Ich bin die vierte Generation Zuckertante und wir führen halt wirklich feinste Süßwarenspezialitäten. Und ich glaube, das schätzt doch jeder hier im 20. Bezirk. Der Einkaufsflair hat sich ein bisschen verändert, sage ich einmal. Ja, es sind ein paar alteingesessene Geschäfte leider weggestorben. Dafür sind andere gekommen. Ja, also es ist ein bunter Mix. Und wie sehen Sie die Zukunft der Klosterneuburger Straße? Rosig, weil nach so einer Pandemiezeit muss es einfach besser werden. Und ich glaube, die Leute möchten auch gerne wieder in Fachgeschäfte gehen. Und ich glaube doch, dass es eine Belebung geben wird. Können Sie uns vielleicht sagen, was Ihre Eltern dazu bewogen hat, hier den Betrieb auf der Klosterneuburger Straße anzusiedeln? Und können Sie uns ein bisschen was erzählen, wie sich die Klosterneuburger Straße die letzten 20 Jahre entwickelt hat? Also meine Eltern haben sich 1973 den Wunsch erfüllt, in ihrem Heimatbezirk, sie sind ja im 20. Bezirk aufgewachsen, ein Geschäft zu eröffnen. Wir haben, mein Bruder und ich, 2001 die Geschäfte übernommen, das eine im 14. Bezirk und das zweite da im 20. Bezirk auf der Klosterneuburger Straße. Es hat sich in den vielen Jahren natürlich einiges geändert. Es sind leider ein paar alteingesessene Firmen abgesiedelt, aber nachdem ja hier sehr viel gebaut wird, neue Wohnungen entstehen, Dachböden ausgebaut werden, viele junge Leute zuziehen, hoffe ich, dass da wieder Betriebe sich ansiedeln, Boutiquen, Schuhgeschäfte oder sonstiges, dass wir ein bisschen einen Mischmasch an Branchen haben. Wie sehen Sie die Zukunft der Klosterneuburger Straße? Ich sehe eigentlich sehr positiv. Ja, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Geschäfte, wo Sie schon einkaufen können. Boutique, Schuhgeschäft, das wäre recht nett. Wir befinden uns hier an einem neuralgischen Punkt in Sachen Einkaufsstraßen. Der Wallensteinplatz ist der Schnittpunkt zwischen Wallensteinstraße und der Jägerstraße. Auch die Klosterneuburger Straße ist nur ein paar Gehminuten entfernt. Der Handel wandelt sich. Neben dem stationären Handel kommt der Onlinehandel dazu. Alte Geschäfte gehen, neue Geschäfte kommen. Von diesen neuen Geschäften möchten wir gerne zwei mit euch besuchen. Sie und Ihre Familie betreiben seit etwa 7 Jahren die Pizzeria Adriano in der Wallensteinstraße. Was hat Sie damals dazu bewogen, sich hier anzusiedeln und wie hat sich seither generell die Straße verändert? Wir hatten immer schon seit fast 2 Jahrzehnten unser Leben hier und haben auch davor schon hier gearbeitet. Und dann, als wir erfahren haben, das Lokal steht zur Neuübernahme bereit, hat es sich irgendwie nur richtig und natürlich für uns angefühlt, es zu übernehmen und seitdem auch Gott sei Dank erfolgreich weiterzuführen. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Wallensteinstraße in Zukunft aussehen? Wie wichtig sind für Sie dabei Kurzparkzonen und was halten Sie von einem Fahrradstreifen entlang der Wallensteinstraße? Kurzparkzonen sind hier natürlich von Vorteil für uns. Genauso wichtig, dass auch die Spur quasi erhalten bleibt, so wie sie jetzt ist, also dass möglichst kein Fahrradstreifen dazukommt. Dadurch, dass wir dann viele der Sitzplätze, die uns der Schanigarten draußen quasi
anbietet, einfach auf einmal verlieren würden. Auch in den wenigen warmen Monaten, aber auch generell, auch wenn es kalt ist, sitzen gerne die Leute noch draußen. Sie haben ja Ihr Geschäft, die Klemme, in der man gerne steckt, erst vor kurzem eröffnet. Warum auf der Wallensteinstraße und warum gerade jetzt? Ja, das hat mehrere Gründe. Einerseits bin ich ein Kind der Brigittenau. Ich hatte hier meine erste Wohnung als junger Mensch. Ich wohne nicht unweit von hier, das heißt, ich habe einen kurzen Arbeitsweg. Das ist immer toll, wenn man Lebenszeit gewinnt. Und ich finde schon, dass die Wallensteinstraße stark befahren ist. Sie hat eine super Anbindung mit der Lände. Wir haben hier die U4, andere Verkehrsmittel. Hier ist immer was los und das habe ich halt schon gesucht als Außenwirkung. Und wie sehen Sie die Zukunft der Wallensteinstraße? Ich würde mir wünschen, noch mehr diverse Läden, unterschiedliche Läden, weil das ist das, was eine Einkaufsstraße ausmacht. Die Leute sollen hier etwas finden, für jeden etwas. Und da sind ein bisschen die Vermieter gefragt. Und andererseits wünsche ich mir ein Zusammenhalt. Ja, vielleicht in der Verbindung mit der Wirtschaftskammer, mit der Politik, dass man Grätzelfeste macht, wie man schon sagt, oder Coupons, Gutscheine oder dergleichen. Das fände ich toll. Ein gewisser Branchenmix gehört für mich für eine lebendige Einkaufsstraße einfach dazu. Außerdem müssen lange Leerstände eindeutig vermieden werden. Die Infrastrukturen müssen geschaffen werden, damit sich interessante Konzepte in den Einkaufsstraßen ansiedeln können. Dafür werde ich mich als Bezirksobmann für den 20. Bezirk einsetzen. Wenn Sie Ideen haben für eine lebendige Einkaufsstraße, dann schreiben Sie uns auf wkombezirk-20@wkw.at. Dankeschön.